Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Hier ist der Christoph. Ich habe sehr gut geschlafen und fühle mich wieder einigermaßen wohl. Ich wollte ja eigentlich jeden Abend einen Videofilm drehen, habe das nicht hingekriegt mit dem Ton. Vielleicht klappt es auch diesmal nicht. Ich probiere es aber nochmal. Zunächst will ich euch nochmal zeigen, wo ich jetzt bin. Ich bin jetzt nämlich schon in Bulgarien. Was heißt schon? Eigentlich wollte ich schon fast im Ziel sein. Aber immerhin bin ich doch bis kurz vor Sofia gekommen. Ja, ich versuche es mal hier ran zu zoomen. Ihr seht hier Sofia, rechts oder in der Mitte unten und darüber nördlich ein kleines Tal, das grün eine Straße eingezeichnet hat. Das heißt landschaftlich wunderschön. So ist es auch. Dieses Tal fahre ich jetzt heute bis Sofia. Das sind nur noch gut 70 Kilometer. Dort muss ich doch nochmal versuchen, mein Fahrrad reparieren zu lassen, denn es ist mehr schlecht als recht repariert worden und ich eier da ziemlich, wie wenn ich ja fast auf dem Schiff wäre, schwankt es immer ein bisschen und es ist keine rechte Freude. Aber für Sofia wurde mir gesagt, gibt es wirklich gute Radgeschäfte und die öffnen ab spätestens 10 Uhr, deshalb will ich um 10 in Sofia sein und dann hoffentlich schnell und kompetent das Rad reparieren lassen. Weil dann will ich weiterfahren von Sofia. Hier auf dieser Karte sieht man das dann ganz gut. Naja, mehr schlecht als recht. Das ist jetzt mein Filmproblem. Also rechts oben ist Sofia. Dann geht es von dort, diese roten Straßen, Richtung Süden bis Blagoevgrad und von dort über die Grenze nach Mazedonien. Da habe ich jetzt heute Morgen nochmal mit einem Projektpartner von Renovabis vereinbart, dass ich dann versuche, heute Abend bei ihm zu sein. Und zwar in Strumica, die Straße von Berovo nach Strumica, die zwar nur klein eingezeichnet ist, soll aber auch einigermaßen okay sein. Und von Strumica würde ich morgen noch weiterfahren, südlich an die Grenze zwischen Mazedonien und Griechenland, erst in ja, Versuch Nummer 2. Bei mir hat es eben sogar geklappt, dass ich das erst aufgenommene Video zumindest tonlich hören konnte. Nein, von der Bildqualität ist es einfach schlecht. Ist das jetzt hier auch nicht besser. Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht nur darum, euch eine Nachricht noch zu hinterlassen. Ja, mir geht es wirklich wieder besser. Ich habe auch die letzte frische Wäsche angezogen. Nochmal das Renovabis-Trikot und frische Hose. Und bin jetzt optimistisch, bis dahin oder morgen bis zu den Meteora-Klöstern zu kommen. Wenn das heute klappen würde, was natürlich super wäre, in Strumica bei diesem Projektpartner zu übernachten, auch noch ein bisschen was von dem Projekt zu erleben, möchte ich morgen früh weiterfahren eben an die Grenze zu einem weiteren und letzten Projektpartner von Renovabis. Auf die Zeit kommt es ja jetzt nicht mehr an, ob ich jetzt 17. oder 19. werde, ist auch egal. Und möchte dieses Projekt nochmal kurz besuchen. Und dann direkt auf der gegenüberliegenden Seite liegt Idomeni, der Ort, der sehr umstritten war, weil da ganz viele Flüchtlinge gestrandet waren und ich glaube sogar auch immer noch sind. Aber das würde ich gern, vielleicht kann ich das zumindest mal sehen, ohne da jetzt Sensationstourismus zu machen, aber einfach mal wahrnehmen, wie die Situation dort vor Ort jetzt ist. Von dort würde ich dann versuchen, auf direktestem Wege noch am Abend die Meteora-Klöster zu erreichen. Wäre dann wirklich auch froh. Gerade die letzten Tage waren auch echt anstrengend. Sportlich war ich jetzt durchaus auch ein bisschen enttäuscht. Also ich hatte mir was anderes vorgestellt, wie in 12 Tagen an den Klöstern zu sein. Mein großes Ziel war ja in 10 Tagen oder sogar knapp unter 10 Tagen. Das habe ich jetzt deutlich verpasst. Aber gut, ich weiß ja, woran es gelegen hat. Gleichzeitig habe ich natürlich ganz tolle Dinge erleben dürfen unterwegs und dann aber auch das Teilen mit euch war für mich eine ganz große Freude. Auch gestern Abend war wirklich großartig, wo ich hier fertig ankam, dann eure Botschaften zu sehen. Hat mich sehr bewegt, sehr gefreut. War eigentlich auch sowas wie eine Antwort auf die Frage, die ich mittags gestellt hatte. Und ja, von daher hatte ich das Gefühl, diese ja, guten Morgen. Nochmal ein dritter Teil. Ich möchte noch 2 kurze Gedanken sagen. Das eine war, Ich war tief beeindruckt von dem Bäcker am Morgen, der mich auf der Straße aufgelesen hat. War sehr empathisch und hat sich gleich so um mich gekümmert und nachgefragt. Es ging natürlich sprachlich ganz schwierig. Und vor allem beim Abschied war für mich sehr bewegend. Er war eigentlich schon wieder zurück ins Auto, hatte ja auch sich zu beeilen, sein Brot auszufahren. Kam dann nochmal zurück und hat mit einem ganz positiven Gesichtsausdruck sehr bewegend mir einfach ein Brot überreicht und mir war in dem Moment klar, der sagt damit, es tut mir leid, ich kann dir nicht weiterhelfen, ich habe gemacht, was irgendwie ging, tut mir auch leid, was passiert ist für dich und hier das Brot will ich mit dir teilen, ja fast schon biblisch und das möchte ich abgeben und möchte damit symbolisch überreichen, ich bin da weiter bei dir, das Brot ist die Brücke zwischen dir und mir und mach es gut. Zweites war, als ich auf der Fähre war, im ganz klapprigen Teil über die Donau, kam eine bulgarische Motorradgruppe auf mich zu und hat mir angeboten, heute in Sofia auch vorbeizukommen oder wenn ich irgendwelche Probleme habe. Und das sehr überzeugend, haben mir da sogar was geschenkt, eine Kleinigkeit, direkt damit ist auch jemand auf mich zugekommen mit so einer bulgarischen Spezialität und meinte, das wäre super zum Radfahren. Dann erst habe ich ihm so ein bisschen erzählt und es war sehr angenehm. Und ein letztes, wenn ich wirklich glaube, dass mir Gott hier auf diesem Weg viel begegnet ist, glaube ich sogar, dass er das in den Jugendlichen ist, die mir da die Steine hinterhergeworfen haben. Und das ist eine offene Frage für mich, was das genau bedeutet. Da können wir auch mal drüber nachdenken und diskutieren. Aber eins scheint es für mich wirklich zu sein, warum sind junge Menschen fröhlich dabei, auf andere in der Nacht Steine zu werfen, auf Menschen, die sie nicht mal kennen. Da muss ja ganz viel dahinter liegen. Und ich würde mich eigentlich gerne mit deren Situation ein bisschen beschäftigen, um sie besser zu verstehen, denn da müssen ja viele Ungerechtigkeiten und Leid dahinter liegen.